Nein, 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 nein. So, die Frage war nicht, wie ist die Stimmung jetzt gerade wohl bei den Wendlers, jetzt wo die Sendung doch flöten gegangen ist für diese Faschoknuddler. Hat es euch bis jetzt gefallen? Genau, genau. Damit können wir was anfangen. Wunderbar. Ja, habt ihr denn Lust auf die zweite Runde? Ja, so, ja. Ja. Und das gleiche Spiel nochmal. Mal ein bisschen aufmischen, die ganze Bande hier. Hat es dir denn bis jetzt gefallen, Ralf? Oh ja, ja, super, Mann. Wunderbar, super glaubwürdig. Ja, Authentizität ist das Stichwort, ist das genau. Allerwichtigste. Ein wunderbares Sprichwort. Ja, prima. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt in der umgekehrten Reihenfolge weiter. Die junge Frau ist vom Jakobsweg wieder zurück, sitzt jetzt hier im Backstage-Raum und wartet auf... Das Schönste ist, dass sie vom Jakobsweg wieder zurückgekommen ist. Ja, der Kaffee. Rastet richtig mächtig aus für Susan Kesselring! Ja, lang nicht mehr gesehen. Ja, in meinem nächsten Text geht es eigentlich... Oh, ich muss noch mal hier... Ja, besser. In meinem nächsten Text geht es um meinen guten Vorsatz für dieses Jahr, also den einzigen, ja, der immer noch aktuell ist, nämlich mehr zu trinken. Ja. Ja. Stilla bereitet sich vor auf die Barhopping-Tour. Die Frisur sitzt und der Spiegel zeigt, der Tag hat's gut mit ihr gemeint. Sie freut sich, doch ist ihr mulmig. Lange Zeit hatte sie wenig Lust. Menschen bedeuteten Frust. Sie hat sich von ihnen entfernt, denn sie hat gelernt, Menschen können verletzend sein. Deshalb blieb sie lieber allein und fühlte sich einsam, weil sie nicht reinkam in Gruppen. Doch das Hopping von Bar zu Bar ist ihr Vorsatz dieses Jahr. Der vereinbarte Treffpunkt war die Sonderbar, in der alle anderen auf sie warteten. Wer hat eigentlich diesen Treffpunkt gewählt, fragten alle, bis jemand erzählt. Ich war das, denn viele Menschen finden mich sonderbar. Komm nicht mit mir klar, ich weiß nicht warum. Aber hier ist alles anders. Du kommst hier nicht rein, hörst du hier nicht. Denn jeder kann so sein, wie er oder sie ist. Findet Menschen, die er oder sie vermisst, muss sich nicht maskieren oder wegen seiner Andersartigkeit genieren. Das hört sich gut an, sagten alle und bestellten eine Runde Sondero. Nach einer Weile zogen sie weiter, bis eine Teilnehmende auf die nächste Bar zeigte. Da, das ist unsere zweite Station, die unzumutbar. Warum hast du diese Bar gewählt? Fragten die anderen. Unzumutbar, das sagen die meisten zu mir. Deshalb seid ihr mit mir hier. Zu laut, zu viel, zu schrill, die macht eh nur, was die will. Mit der kannst du nicht weggehen, ohne dich fremd zu schämen. Sie schauten sich um, die Farben knallig bunt, hell und klar. Sie mochten die unzumutbar und stießen an mit einem Unzu. Danach schlenderten sie weiter. Hey, bleib doch stehen, wir sind da, rief jemand laut und siehe da, vor ihnen lag die Reizbar. Na los, kommt und fragt, warum mich keiner mag. Schon bei der kleinsten Kritik raste ich aus und die Menschen schmeißen mich raus. Komischerweise kamen aber in der Reizbar alle miteinander klar. Gereizte Menschen verstanden sich, selbst nach einer Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Sie zogen zur nächsten Bar. Diese sah gruselig aus. Totenköpfe hingen an den Wänden und der Blick der Menschen war nach unten gerichtet. Einige weinten. Was sollen wir denn hier? Fragte ein Teilnehmer kopfschüttelnd. Ich habe die Furchtbar ausgesucht, sagte eine Person, während sie ihre Maske absetzte. Menschen, die in die Furchtbar gehen, haben Furchtbares erlebt. Sie lachen wenig, was niemand versteht. Doch unsere Gesellschaft sieht das nicht gern. Weshalb sich diese Menschen woanders verstellen. In der Furchtbar sagt niemand, lach doch mal, Tränen sind hier ganz normal, setz deine Maske ab und sei du selbst, zeig Gefühle, während du dich sonst verstellst. Sie stießen an mit einem Wein, denn in dem liegt ja bekanntlich die Wahrheit.
Die nächste Bar fanden alle seltsam. Eine Tür ohne Klinke, Getränke ohne Alkohol, eine Theke, auf die es unmöglich war, etwas hinzustellen. Außer Betrieb stand überall. Das ist die Unbrauchbar. Hier befindet sich alles, was niemand braucht. Ein Teleshopping-Ausverkauf. Was ihr seht, ist gescheitert. Doch hier wird alles aufbereitet. Auch mir wurde letztes Jahr gesagt, ich wäre unbrauchbar. Und zu allem Überfluss machte meine Freundin Schluss. Meistens wird uns suggeriert, man ist nur wertvoll, wenn man funktioniert. In der Unbrauchbar mag dich jeder, wie du bist, ob Pessi oder Optimist. Sie stießen an mit einem Blackout, alkoholfrei. An der nächsten Bar wären sie fast vorbeigegangen. Sie lag in einer Seitengasse versteckt und wurde von einem Baum verdeckt. Stilla flüsterte mit leiser Stimme, wir sind da, hier befindet sich die Unsichtbar. Alle drehten sich verwundert um, denn Stilla hatte den ganzen Tag noch nichts gesagt. Die Musik war sehr leise und auch sonst fiel ihnen nichts auf. Den Ort habe ich mir ausgesucht, weil du eine Pause von der lauten, hektischen Welt genießen kannst. Du bleibst verschont vom obligatorischen Smalltalk. Komm aus dir raus, sag auch mal was, sind Floskeln, die hier jeder hasst. Bist du auch noch so introvertiert, hier wirst du nicht schikaniert. Jeder gibt auf jeden Acht, das Motto lautet, in der Ruhe liegt die Kraft. Damit der nächste Morgen erträglich wird, stießen alle mit Wasser an. Still natürlich. Das war die letzte Bar auf unserer Tour. Doch der Abend gefällt mir so gut, ich möchte noch nicht gehen. Okay, danke. Habt ihr noch Lust auf eine weitere Bar? Fragte Stilla. Ja, gerne, antworteten die anderen. Dankbar stand in großen Leuchtbuchstaben am Eingang. Ich bin dankbar, nette Menschen wie euch kennengelernt zu haben. Bei all den Dingen, die uns täglich frustrieren, ist es leicht, schöne Ereignisse aus dem Blick zu verlieren. Ihr seid kostbar, wunderbar und unverzichtbar, so wie ihr seid. Bis zur nächsten Barhopping-Tour. Und auch ihr seid herzlich eingeladen. Dankeschön. Ein Riesenapplaus und die Tassen hoch bitte für Susanne Kesselring. Ja. Wie sagte noch, wie heißt er noch aus dem Odenwald? Wie viel müssen wir trinken, um auf 0,5 Promille zu kommen? 2 Tage nichts. Auweia. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Künstler. Er kommt aus Ulm und ist jetzt hier und freut sich wahnsinnig. Rasset aus für Lukas Bühner. Ja, hallo nochmal. Ich habe noch einen ziemlich neuen Text dabei und das ist immer noch so ein bisschen unangenehm, den zu lesen. Deswegen dachte ich, damit es für euch auch ein bisschen unangenehm ist, habe ich noch eine Frage mitgebracht. Wer hat denn hier heute ein Date? Niemand? Wirklich gar niemand? Eine traut sich. Ui. Aber auch gut, dass ihr euch beide gemeldet habt, sonst wäre es ein bisschen komisch gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe auch einen Text dabei, wo es um ein Date geht. Ich würde den einfach mal lesen. Mein ultra-hottes erstes Date. Es gibt viele Arten, ein gutes erstes Date zu gestalten. Spaziergang, Essen gehen, gemeinsamer Banküberfall. Manches stellt sich im Nachhinein als besser, anderes als schlechter heraus. Man sollte meinen, dass es sich um ein Date der besseren Art handelt, wenn man sich bereits nach 10 Minuten nackt gegenüber sitzt. Doch möchte ich hiermit eine Warnung aussprechen. Verbringe niemals dein erstes Date in der Sauna. Nun bin ich also mit 5 weiteren nackten, schwitzenden Körpern in einem viel zu heißen, viel zu engen Holzquader, der nach Eukalyptus stinkt, gefangen und versuche darauf klarzukommen, dass mein linkes Nasenloch jedes Mal, wenn ich einatme, anfängt zu brennen, als hätte wer ein Lagerfeuer an meine Scheidewand drapiert. Ich blicke umher, versuche die Menschen auszumachen, die sich mit mir hierhin verirrt haben.
Die Sanduhr ist zur Hälfte durchgelaufen. Ich halte es eigentlich schon seit einem Viertel nicht mehr aus, doch will mich auch nicht als kompletter Sauna-Amateur outen. Ich fühle mich beschissen. Der Schweiß rinnt mir von Stellen meines Körpers, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie schwitzen können. Und die Gesellschaft war auch schon mal besser. Mit mir in der Sauna sitzen nämlich ein sehr rotgesichtiger älterer Mann mit ledriger Haut und schlabbernden Halslappen, ein Kleinkind auf einem Mickey-Maus-Handtuch als Anhängsel seiner Mutter, die auf einem Minnie-Maus-Handtuch sitzt, ein etwa 16-Jähriger, der gelangweilt an die Decke starrt und Kaugummi kaut, und Theresa, die mir all das hier eingebrockt hat und mit der Gesamtsituation offenbar sehr zufrieden scheint. Sie atmet sanft lächelnd den Eukalyptusgestank ein und hat die Augen geschlossen. Immerhin bleibt ihr so mein erbärmlicher Anblick erspart. Die Sanduhr ist zu zwei Dritteln durchgelaufen. Der ledrige Mann gibt immer mal wieder alte Menschengeräusche von sich. Er erinnert mich ein bisschen an Gerhard Schröder, über den erzählt wird, dass er einmal, als er zusammen mit Wladimir Putin in der Sauna war und diese anfing zu brennen, darauf bestanden haben soll, sein Bier zuerst in der Sauna austrinken zu dürfen, bevor die beiden aus der Sauna evakuiert werden konnten. Das Kleinkind mit dem Mickey-Maus-Handtuch reißt mich aus meinen Gedanken. Es hat angefangen, mit seiner Mutter zu sprechen und deutet auf mich. Das kann nichts Gutes bedeuten. Als ich das erste Mal mit meiner Mutter in der Sauna war, hatte ich auch nach ein paar Minuten auf einen wildfremden, nackten Mann mit überkreuzten Beinen gedeutet und meine Mutter sehr laut gefragt, ob das denn nun ein Mann oder eine Frau sei, wenn man das so schlecht erkennen könne. Der Mann hatte daraufhin entrüstet die Sauna verlassen. Fragiles männliches Ego. Die Sanduhr ist zu drei Vierteln durchgelaufen. Durchhalten, denke ich. Da ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, warum das Kleinkind auf mich deutet, präsentiere ich in einem Anflug von Panik sicherheitshalber kurz meinen Penis, nur damit da keine weiteren Fragen aufkommen, und bedecke ihn blitzschnell wieder, nachdem die Mutter des Kindes mich sehr verärgert anfunkelt. Ich meide ab sofort ihren Blick und schaue stattdessen in die andere Ecke der Sauna. Dort sitzt der Jugendliche ganz starr in einer sehr eigenartigen Sitzposition neben dem Aufgusskübel und hat seine Hand in einem komischen Winkel flach an die Holzwand hinter ihm gelegt. Ist er tot? Nein, er blinzelt. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist einer von der letzten Generation, der hat sich da festgeklebt. Ich weiß nicht, ob es die Hitze, der Eukalyptus oder ein letzter Versuch ist, der Mutter auf dem Minnie-Maus-Handtuch zu beweisen, dass ich einer von den Guten bin, doch plötzlich weiß ich, was zu tun ist. Ich springe auf und setze zur Kampfrede an. Meine Damen und Herren, leben wir nicht alle in einer Sauna? Ist unsere Welt nicht eine Sauna, die immer heißer wird? Die brennt? Wir müssen raus aus der Sauna, wie wir raus müssen aus der fossilen Energie, doch ihr... Ich zeige mit dem Finger auf den Gerhard Schröder-Klon. Ihr handelt nicht, sondern trinkt nur euer Bier leer und lobbyiert für Gazprom. Alle starren mich an. Die Sanduhr ist mittlerweile durchgelaufen. Müssen die nicht längst raus? Der Jugendliche nimmt seine Hand von der Wand und sagt, cringe. Dann werde ich ohnmächtig. Ich wache auf und fühle mich immer noch beschissen. Irgendwer scheint mich wohl aus der Sauna rausgeschleckt zu haben. Mir ist schwindelig, mein Kopf schmerzt und mit Theresa wird nach der peinlichen Nummer heute sicher nichts mehr laufen. Doch als wir letztlich das Gebäude verlassen und an der frischen Luft stehen, breitet sich, obwohl dieses Date wirklich sehr schlecht gelaufen ist, ein unglaubliches Glücksgefühl in mir aus. Das liegt einerseits daran, dass Theresa gerade vorgeschlagen hat, dass wir doch zur Abkühlung ein paar Drinks bei ihr daheim nehmen sollten. Vor allem aber bin ich froh, heute nicht wegen sexueller Belästigung Minderjähriger eingebuchtet worden zu sein. Vielen Dank. Riesenapplaus bitte für Lukas Bühner. Er ist auf Bewährung, glaube ich, ne? Wie bitte? Ist auf Bewährung, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht genau. Egal. Jetzt kommt natürlich ein ganz besonderer Augenblick, denn die nächste Poetin hat jetzt hier ihren zweiten Auftritt. Exakt. Bei einem Poetry Slam. Also begrüßt sie nochmal herzlicher als beim letzten Mal. Rastet aus für Mei Min! Hi. Dieser Text heißt Schule.
der Albtraum für jedes Kind. Schule, wie real Albträume doch sind. Schule, die Bildung, die uns nichts bringt. Schule, wer sich anpasst, der gewinnt. Es ist an der Zeit, über Reform für die Schule zu reden. Denn wir scheinen uns nicht von der Stelle zu bewegen, noch am selben Punkt wie vor 100 Jahren stehen, währenddessen das Leben vom Fortschritt umgeben. Wenn wir die noblen Straßen entlang gehen, kommt uns der Luxus von allen Seiten entgegen, dagegen die Schulen in verkommenen Gassen stehen, tut sehr weh, diese Gewichtung zu sehen. Zuallererst würde ich auf die Lehre eingehen. Zu lehren bedeutet, irgendwie willkürlich vorzugehen. Hab in meinem Schulleben verschiedenste Lehrer gesehen. Schon immer gab's die, die ihre Schüler gern knebeln. Ohne Empathie den Unterricht angehen und ihre Wut an mancher ihrer Schüler ausleben. Eine Rarität sind die, die Perspektive geben, im stillen Kind nicht bloß mündliche Noten sehen. Wir sollten Lehrer manchmal auf den Prüfstand stellen, weil sie uns vernünftig aufs Leben vorbereiten sollen. Viele nicht mal den Stoff verständlich erklären können, auch der Umgang mit Kindern wirkt selten besonnen. Hat Wissenschaft doch viele Erkenntnisse gemacht. Sich des Wissens zu Vorgängen im Hirn bereichert. Sagt mir, was hat die Forschung gebracht, wenn Anwendung dessen es nicht mal in die Schulen schafft? Wie können wir erwarten, was Natur unmöglich macht? Das Gehirn arbeitet anders als damals gedacht. Faszination ist das, was Neugierde entfacht. Genau das wiederum den besten Lehrer macht. Weg vom Wissenschaft komme ich auf einen anderen Fakt. Hab selten so sehr wie über den Lehrplan gelacht. Was habt ihr euch denn nur dabei gedacht, dass ihr so etwas wie Steuererklärung auslasst? Auch Bürokratendeutsch gab es nie als Fach. Gehört Antragstellung für die Mehrheit zum Alltag. Nach dem Abi das wahre Leben auf mich einbrach, meiner Meinung nach die Bildung sehr falsch lag. Schon in meiner Jugend war Mathematik ein Arsch. Exponentielle Steigerung sich seither verbarg. Nie wieder mit Begegnung mit hoher Mathe gehabt. Nun mein Kind exakt selbe Erfahrungen macht. Obwohl wir über die Gelder verfügen, lassen wir unsere Kinder in den Schulen lieber frieren, anstatt dass wir endlich Luftfilter montieren, Schulen vor bürokratischen Hürden stehen. Dabei seit nun 3 Jahren mit Corona leben. Bis heute an Schulen noch keine Filter zu sehen. Aber in Banken geht's, da ist das Atmen angenehm, kann diese Gewichtung noch weniger verstehen. Kinder sollen angeblich unsere Zukunft sein. Warum investiert ihr nicht mehr in Chancengleichheit? Oder macht ihr es euch mit Nicht-Investition nur leicht, weil sie der in zukünftige Sündenböcke gleicht? Langsam Zeit, dass wir von unzeitgemäßen abweichen, falsche Gewohnheiten niederreißt, nicht weiter auf die Leben unserer Kinder scheißt und eine Bildung anpreist, die sich mit dem Leben beißt. Es reicht wirklich langsam, sollten Schulen endlich verändern. Angefangen damit, Grundschulzeit zu verlängern. Im Moment wird die Entfaltung der Kinder noch hindern. Entwicklungszeit, die ihnen bleibt, so verringern. Kinder sind Menschen, die fühlen und denken, deren endloses Potenzial wir einschränken, liegt in erwachsenen Händen, es nicht zu verschenken, wir es dennoch zu oft falsch verwenden. Schule, der Albtraum für jedes Kind. Schule, wie real Albträume doch sind. Schule, die Bildung, die uns nichts bringt. Schule, wer sich anpasst, der gewinnt. Danke. Macht Lärm für Mei Min! Ja. Ich hatte ja mal eine Lehrerin, die konnte mich überhaupt nicht leiden. Die hat mich in der 4. Klasse sitzen lassen und hat dann unter mein Zeugnis geschrieben: Mit dem, was Ralf alles nicht weiß, hätten noch 3 andere Kinder sitzen bleiben können. Böses Faul. Böse, böse. So. Wir machen weiter mit der nächsten Künstlerin. Macht Lärm für Lisa Beiersmann. Hi. Ich habe zu Hause eine Katze. Und diese Katze habe ich mir damals mit meinem Ex-Freund geholt. Als wir uns getrennt haben, habe ich dann überlegt, nimmst du sie mit, lässt sie da.
weil es schon eine kleinere Wohnung und alles. Letztendlich, ich habe sie mitgenommen. Ja, und dabei ist dieser Text dann entstanden. Tippeltat per Tatze, dies ist ein Liebesgedicht über meine Katze, auch wenn sie ist ein kleiner Wicht. Leise höre ich deine kleinen Pfoten, während du näher kommst zu mir. Das Geräusch auf dem nackten Holzboden, meine Aufmerksamkeit fliegt zu dir. Mit einem Satz hüpfst du auf die Decke, suchst den besten Platz dir aus. Dein Spielzeug liegt noch in der Ecke, der bunte Ball und die große Stoffmaus. Trampelst über mich hinüber, drehst dich suchend im Kreis herum, deine kleinen Äuglein müder. Ich schaue zu und bleibe stumm. Wenn du deinen Platz hast gefunden, dich endlich legst dort nieder, es vergehen kaum ein paar Sekunden, dann schließen sich deine Lider. Sanft streiche ich über dein Fell, zufriedenes Brummen aus deiner Kehle. Es ist so weich und auch so hell wie dein Herz und deine Seele. Ich denke viel darüber nach, was wir schon alles durchgemacht haben. All das Glück und auch die Schmach, wie wir jeden Tag aufs Neue wagen. Kam mir je die Zweifel in den Sinn, ob es richtig war, dich mitzunehmen? Denke ich dran, wie glücklich ich jetzt bin, wie ich mich nach dir würde sehen. Wärst du dort zurückgeblieben und wir würden ohne einander sein, würdest dich jetzt nicht mehr an mich schmiegen, zu Hause wäre dann kein Heim. Du bist Wasser zu dem Trockenfutter, wie Milch in meinem Kaffee, wie Marmelade auf der Butter, eine lange Reise voller Heimweh. Denn du liegst dann neben mir, genießt wie ich die Wärme, aus dir und mir wird ein Wir, sei dir sicher, dass ich nicht gehe. Und ich frage mich, ob es richtig war, dich zu behalten hier für mich, doch seit ich dich das erste Mal sah, bin ich verliebt in dich. Jedes Mal, wenn ich komme nach Haus zurück und du mir erzählst, was so ist passiert, bist aufgeregt und voller Glück, von deinem Erlebnis völlig fasziniert. Ein Vogel, der vorbeigeflogen kam, dabei ein Lied aus seiner Kehle drang. Ihm folgte dann ein ganzer Schwarm, das alles zog dich völlig in den Bann. Die Nachbarskatze hast du auch gehört, ihr übermäßig lautes Geschrei hat dich beim Schlafen gestört, bringt einen glatt zur Raserei. Auch jetzt hört man sie durch die Wand, vielleicht will sie spielen mit dir. Schon eilst du auf deinen kleinen Samt, Pfoten in Richtung Wohnungstür. Wartend sitzt du dann davor, dass ich endlich komme hinterher. Aufmerksam spitzt du dein Ohr, der Flur ist menschenleer. Drüben dann das Gleiche, sitzt ungeduldig vor der Tür, dass ich klopfe und nicht weiche, von deiner Seite bleibe hinter dir. Drüben dann ein schnelles Guten Tag, mustert einander skeptisch und scheu, wie es ist, so eure verquere Art. Doch ihr bleibt dem Motto treu. Könnt nicht mit und auch nicht ohne euch, schleicht wachsam umeinander herum. Plötzlich ein lautes fauchendes Geräusch, eine rettet sich mit einem Sprung. Siegessicher taperst du hinaus, als ob nichts gewesen wäre. Zurück in unseren Teil des Haus. Action willst du jetzt nicht mehr. Auf dem Kratzbaum sitzend blicken wir nach draußen aus dem Fenster, beobachten die weißen und dicken Flocken wie tausend kleine Gespenster. Stundenlang starren wir hinab, sehen, wie der Block versinkt und auch der Rest der Stadt im endlosen Weiß ertrinkt. Schmiegst die Wange sanft an meine, Fell an meiner nackten Haut, warm und weich. Meine Nase berührt die deine, wie eines Schmetterling Flügelstreich. Und ertönt auch nur ein leises Knistern, das Rascheln der verheißungsvollen Dose. Du lässt dich schnell begeistern und wirfst dich für ein Leckerli in Pose. Maunzend weist du mir den Weg, schaust mich an mit liebem Blick, damit ich bloß nicht wieder gehe und mich zu dir hinunterbück. Vorsichtig schnappst du dir den Snack, die kleine Nase eifrig schnuppernd, ob nicht was gelandet ist im Dreck, bevor du weiterläufst, eifrig plappernd. Mit der Hoffnung nach mehr umgarnst du mich, wuselst aufgeregt um mich herum, bis du merkst, es ist vergeblich, bin dann leider doch nicht dumm. Und abends du dein Mahl noch frisst, während ich schon mal ins Bett gehe, dein Gesicht einen Augenblick später ist das Letzte, was ich vor dem Schlafen sehe. Sehe dich dann wieder beim Erwachen, wenn du aufstehst oder herbeiläufst, dann muss ich auch ein bisschen lachen, merke auch, wie du dich freust. Ein Küsschen auf die Nase, Köpfchen aneinander schmiegen, das ist nicht nur eine Phase, weil du und ich uns lieben. Und dann weiß ich, dass es richtig war, dich mitzunehmen, für mich und auch für dich, brauch mich nicht dafür zu schämen. Auch wenn die Wohnung kleiner ist, der Garten nicht mehr vorhanden, weiß ich, dass du glücklich bist und froh, bei mir zu landen. Wie du mir jeden Tag
folgst auf jeden Schritt, ganz egal, ob ich das mag, du kommst immer und immer mit. In die Küche, ins Bad und auch auf Klo, beobachtest mich bei allem, was ich tue. Aber eigentlich bin ich ja doch sehr froh. Und wehe, die Tür ist mal zu. Dann wird laut auf den Fehler hingewiesen, ich lass dich in die Küche hinein, schon jagst du einen Krümel auf dem Flesen, legst ihn auf, du kleines Schwein. Du bist ein Teufelchen mit einem großen Heiligenschein, aber vielleicht auch ein Engelchen. Wo du bist, da ist mein Heim. Und wenn ich denk an den Moment, dein Körper bleibt, die Seele geht, das Leben uns gewaltsam trennt, ein kalter Wind dann weht. Den Weg zum Himmel trittst du an, läufst ohne mich allein, auch wenn das noch Jahre dauern kann. Denk an dich bei jedem Sonnenschein. Ich weiß, dass du wirst warten, an der Pforte dort auf mich, maunzend auf deinen kleinen zarten Pfoten, bis ich wieder treff auf dich. Warst mehr als nur ein Haustier, du bleibst in meinem Herzen, dein Hause ist auf ewig hier und es wird für immer schmerzen. Tippeltappeltatze, dies war ein Liebesgedicht, über meine Klatze, diesen kleinen süßen Wicht. Das war für euch am Mikrofon Lisa Beiersmann. Ja. Ich mache mal ein paar Altmännergeräusche. Oh. Ein Künstler trennt uns jetzt noch vor dem großen Finale. Ja. Wir begrüßen ihn mit einem riesengroßen Applaus. Bitte macht Lärm für Julian Spiegeler. Ja. Ja, hallo. Oh, ihr seid heller geworden. Auch geistig? Glaube ich euch nicht. Ich habe in der ersten Runde habe ich euch was Altes mitgebracht. Das hier ist was Neues. Ich hoffe, ihr sorgt für was Blaues und dann haben wir eine schöne Hochzeit. Ich hoffe, wir fühlen uns hier alle geborgen. Boah, ich sollte aufhören. Egal. Ich mache nicht so häufig was mit Worten. Egal. Ich habe einen Text mitgebracht. Den Titel davon verrate ich euch einfach mal noch nicht. Der Witz war vorher. Egal. Ich erzähle euch den Titel später, weil das sehr wichtig ist für den Aufbau dieses Textes. Ihr werdet irgendwann erfahren, warum. Keine Sorge. Aber ich fange einfach mal mit dem Text an und dann hört ihr mir zu. Ich glaube, ihr habt mittlerweile raus, wie das läuft, ne? Eines Tages, da sah ich dich. Und in nur einem Augenblick, da wurde mir bewusst, wie unbegreiflich deine Existenz ist. So viele Dinge, die in diesem und vergangenen Leben geschehen mussten, dass so etwas Unglaubliches geschaffen wurde. Du wehtest im Wind wie Gras bei leichter Brise auf einer Sommerwiese. Und ja, so denke ich, es muss wahr sein, dass du geschehen bist. Umso länger ich darüber nachdenke, bemerke ich ganz klar, so etwas Absurdes, gar Abscheußliches, kann sich nur die Menschheit ausdenken. Etwas, das so perfekt unecht ist. Deine Taille, ein Stamm. So in sich selbst paradox. Mit dem Label vegan und doch so schädlich. Du bist, ja, wie soll ich es sagen, eine Ausgeburt des menschlichen Versagens. Du bist so unglaublich unnütz, dass ich nicht mal weiß, wie vollgekifft deine ErfinderInnen sein mussten, um dich im Ideenland mit Gedanken zu fangen und auf ein Papier zu pressen. Und ja, ich weiß, für ein paar Menschen magst du die einzige Alternative sein, weil allein der Anblick deines Originals sie zu Juckreiz verleitend, aber ihre Schönheit nicht missen wollend, dann doch dich betrachtend dem Irrsinn einen Sinn verpassen. Dieser Text trägt den Titel Die Ode an die Plastikpflanze. Oder ein Gräuel des menschlichen Verstandes. Denn
Wie absurd muss es sein, den Planeten, auf dem wir leben, langsam zu einem Eintopf werdend erhitzend und uns so zur Einlage zu machen. Wie verrückt müssen wir da sein, unser aller Leben auf verbrauchbare Ressourcen zu setzen, wie ein Alles auf Blau beim Roulette. Der braucht kurz einen Moment. Eine Plastikpflanze. So paradox dieser Begriff ist, weil du genau aus dem Grund geschaffen deinen Ursprung vernichtest, weil du doch der Grund für deine eigene Existenz bist. Und wenn die Erde verbrennt, und ja, das werden wir miterleben, dann werden wir den Himmel anbeten, dass du, o Plastikpflanze, doch wahrhaftig werden sollst und deinem Ursprung entsprechend uns frische Luft und klares Wasser bescherst. Du, plastikgewordener Wahnsinn, gib uns die Weisheit des Lebens, sei die Flamme in Zeiten der flammlosen, neu gewordenen Steinzeit. Du bist, so weiß ich, nicht Herrin deiner selbst. Und doch kann ich nicht umhin, dich zu hassen. Und ja, ich bin definitiv nicht perfekt, habe Ecken und Kanten und könnte besser sein. Aber ich versuche es, besser zu sein. Und dazu gehört auch, die Plastikpflanze meiner Mutter zurückzuweisen, welche sie mir mit absolut guter Intention beim Einzug in die neue Wohnung gab. Denn sie hat recht, dass mein schwarzer Daumen selbst Kakteen in die Verwelkung getrieben hat, ist ein Fakt. Aber ich habe entschlossen, dass ich für mich und die Zukunft immer ein kleines bisschen besser sein kann. Und nein, das ist keine Frage, keine Ich-bin-jetzt-Öko-Entscheidung. Das ist ein Prozess und da zählt jeder Schritt. Und auch gerne zwei und drei und ein Weitsprung danach. Ein Sprung in die Zukunft, weg von alten Gedanken. Und da wär's doch ein Anfang, keine Plastikpflanzen mehr zu ertragen. Kein Erdöl aus der Erde zu pumpen, um damit genau das zu konstruieren, was wir mit dem Gewinn doch verlieren. Wir sollten uns jeden Tag aufs Neue fragen, was machen wir eigentlich hier? Und ergibt das so Sinn? Und dann, eines Tages, hoffe ich, werden wir die Zukunft nicht mehr als Verbrauchsgut betrachten, sondern als Möglichkeit wahrnehmen. Dankeschön. Riesenapplaus bitte für Julian Spiegelhauer. So, jetzt machen wir noch mal eine Viertelstunde Pause und ihr könnt wieder abstimmen. Macht das bitte, bevor ihr rausgeht, weil dann können wir nämlich, während ihr was trinkt oder sonst was macht, können wir dann schon mal auszählen. Das wäre super. Genau, so ab der Hälfte der Pause nehmen wir die Boxen weg. Dann müssen wir wirklich zählen, wen ihr ins Finale gewählt habt. Und wenn dann jemand kommt, ich habe noch nicht abgestimmt, hat er Pech gehabt. Ja. Da sind wir rigoros. Genau, geht bitte erst zur Abstimmungsbox und holt euch dann noch ein Bier, eine Weinschorle und oder... Nehmt bitte wieder die leeren Flaschen und Gläser mit, das wäre super. Dankeschön. Dann bis gleich. Habt eine schöne Pause. Herzlich willkommen im Finale! Ja, seid ihr schon ganz gespannt, wir auch, ist unglaublich. Mann, oh Mann, war das eine Abstimmung. Puh, Wahnsinn, ihr habt es uns diesmal aber auch nicht leicht gemacht. Es war unglaublich knapp. Mussten extra das Mikroskop oben außen. Und vor allen Dingen mussten wir ganz viel zählen. Also da ging ja in die Hunderte. Aber das ist nicht schlimm, Ralf hatte Mathe-Leistungskurs. Das kriegen wir hin. Habe ich von gehört, ja. Ja, also es war mega knapp, muss ich nochmal sagen. Also, das stimmt. Nichtsdestotrotz. Foto finde ich. Nichtsdestotrotz müssen wir uns leider von drei KünstlerInnen verabschieden. Aber das machen wir natürlich nicht, ohne sie nochmal gebührlich abzufeiern. Bitte rastet richtig aus für Julian Spiegelhauer! Spiegelhauer.
führt dieses wunderbare Geräusch fort für Lisa Beiersmann. Und eskaliert nochmal richtig für Susan Kesselring. Ja. Aber ach ja, hör mal, was wir total vergessen haben, falls von euch jetzt einer angefixt ist und sagt, boah, ich habe auch noch einen super Text in der Schublade oder mehrere vielleicht sogar. Ich merke gerade, hier wird gerade einer gleich mit dem Finger auf andere zeigen. Was ist denn das für eine Art? Da könnt ihr euch gerne bei uns bewerben und ja, dann könnt ihr irgendwann hier auch mal auf der Bühne stehen. Genau, jeder hat doch irgendwie mal so schon mal ein paar Texte geschrieben oder da sind welche in der Schublade. Und die Mama gesagt hat, der ist toll. Ja genau, wenn Mama das sagt, dann ist er wirklich toll. Ja genau, die ist ja unparteiisch. Oder, wenn es mit den Texten noch so ein bisschen hapert, dann habe ich für Kurzentschlossene jetzt noch die Möglichkeit, übermorgen am Internationalen Aktionstag gegen den Rassismus gibt es einen Poetry Slam Workshop gegen Rassismus in der Bergischen Volkshochschule in Kooperation mit Aufstehen gegen Rassismus Bergisches Land und Solital. Meldet euch noch an per Mail an aufstehengegenrassismus@gmail.com oder gmx. Eins von beiden. gmx.net. Aha. Der junge Mann ist auch dabei. Ihr findet im Foyer Flyer zu dieser Veranstaltung. Anmeldung ist noch möglich. Samstag von 11 bis 16 Uhr. Nehmt die Flyer mit, verteilt sie in der Fußgängerzone. Drückt sie wildfremden Leuten in die Hand. Genau. Poetry Slam Workshop in der Bergischen Volkshochschule mit anschließendem Slam im Café Swanee. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Richtig. So. Zurück zur Börse. Wer ist denn jetzt im Finale? Gute Frage. Wir bitten die beiden FinalistInnen auf die Bühne. Bitte macht einen mächtigen Applaus für May und Lukas Bühner. Ist das nicht schön? Genau, das ist wunderschön. Wir dürfen jetzt die Reihenfolge auslosen. Hast du eine Münze dabei? Ich habe meine Gage noch nicht gekriegt. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, du. Ich habe wirklich keine Münze. Habt ihr eine Münze dabei? Ihr habt auch noch nichts gekriegt. Ja, das ist das Problem bei Live-Aufzeichnungen. Ne? Das Christa. Boah, richtig Spendierhosen an. Danke dir, das ist super nett. So, wir legen es für dich auf jeden Fall verzinslich an, keine Sorge. Ja. Kriegst du wieder, gleich nach der Abstimmung. Genau, wir machen jetzt folgendermaßen, jetzt wird erstmal die Reihenfolge ausgelost. Ist das peinlich. Und, nö, finde ich gar nicht. Künstlerbranche, ne? Wir haben kein Geld. So, Kopf oder Zahl? Kopf. Ruhig die richtige Antwort reinrufen, wenn ihr sie wisst. Ja, prima. Dann macht einen Riesenapplaus für die erste Finalistin. Hier ist für euch May Min. Dieser Text heißt Arme Mutti. Wann fangen wir endlich an zu verstehen? Die Menschheit kann nicht ohne die Natur bestehen. Es reicht nicht, bloß Gesetze abzusegnen, die erst dann in Kraft treten, wenn wir alle nicht mehr leben. Dürfen der Natur nicht ihrer selbst nehmen, müssen ihr endlich mit Respekt begegnen, nicht nach Belieben an ihren Ressourcen bedienen. Bisher können wir auf keine andere Erde fliehen. Sollten Mutter Natur im Alter pflegen, sie nicht ihrer Rente bestehlen. Ihr Plan war doch, mit uns in Symbiose zu leben, doch wir Parasiten vergaßen, ihr zurückzugeben. Wollt ihr die Zerstörung denn nicht sehen? Es zu sehen wäre sehr unangenehm, die Wahrheit unbequem, dann müssten wir uns eingestehen, die Schuld dafür, allein unser Vergehen. Steigen da Meeresspiegel und schmelzende Gletscher. Veränderung im Klima, so auch im Wetter, Bewusstwerdung dessen wäre ihr Retter. Doch anstatt was zu ändern, kommt es noch besser. Der Mensch wird nie satt, nur noch fetter. Im Moment schmeckt es gut, Konsequenz weniger lecker. Wirtschaftswachstum, Wohlstand verbessern. Dabei wurde unser aller Mutter ganz vergessen.
denn die scheint stetig zu schrumpfen. Weil wir sie pausenlos ausbeuten und pumpen, tragen ihre besten Kleider, kleiden sie in alten Lumpen, das Ansehen Mutter Naturs ist gesunken. Sind wir nur betrunken oder ganz und gar dumm? Wenn wir weiter so machen, ist ihre Lebenszeit bald um. Im Umkehrschluss bedeutet das für uns, bringen wir uns damit bloß selber um. Wir sperren Tiere massenweise ein, deren Sinn des Lebens liegt allein darin, ein Nutztier für den Mensch zu sein. Es ist zum Weinen, mir ist danach, sie alle zu befreien. Versetzt euch einmal in die Tiere rein, würdet ihr dann nicht nach unserer Hilfe schreien? Menschen sollten nicht wichtiger als andere Arten sein, denn kein Schwein war je so gemein wie meinesgleichen. Wir nehmen dem Tier alles, was es hat, holzen Generationen von Wäldern ab, kommen dabei jedoch der Bepflanzung nicht nach. Schaut doch nur, was der Mensch so macht. Was hat sich Gott denn nur dabei gedacht, indem er so etwas wie uns Menschen erschafft? Dem Leben hat das jedenfalls nichts gebracht, denn der Mensch zerstört mit der Zeit auch das. Es ist an der Zeit, dass der Mensch aufwacht. Denn letztendlich ist er auf der Erde nur ein Gast. Einer, der keinerlei Manieren hat, aus natürlicher Ordnung reines Chaos schafft. Ich schäme mich dafür, dieser Spezies anzugehören. Weil wir etwas bauen, um es dann zu zerstören. Trotz des Volumens nutzt kaum wer sein Hirn. Und so geht unser Potenzial verloren. Würde uns nicht schaden, auf Instinkte zu hören. Ein kleines Stück zurück Richtung Ursprung zu kehren, statt nur in technologischen Fortschritt zu investieren und den Klimawandel so zum Äußersten zu führen. Noch können wir was ändern und bewirken, wenn wir es schaffen, Politik zu bezirzen. Übersetzt soll das heißen, die Wirtschaft anzukurbeln. Andere Intentionen wollen Politiker nicht hören. Es scheint aussichtslos, doch Hoffnung bleibt bestehen, solange es Menschen gibt, die all das Übel sehen. Den Ernst der Lage verstehen, für die Natur einstehen, ihr eine Stimme geben. Hoffnung formt den Sinn des Lebens, so danke ich euch, der Kampf ist nicht vergebens. Eines Tages wird sich etwas bewegen, worin es mündet, kann nur die Zeit ergeben. Danke. Das war für euch die erste Finalistin des heutigen Abends, Mei Min. So, ich spart euch ein bisschen auf für den nächsten Finalisten. Rastet aus für Lukas Bühner. Ja, ein letztes Mal. Ich nutze die Chance noch vor dem Text, mich zu outen. Ich bin ein großer Fan der Mischung. Also Sie kennen das Konzept, ne? Man hat so zwei Sachen, die sind alleine okay, aber zusammen werden sie überragend. Ne? Ein Robben und Franck Ribéry, Freibad und Pommes, Elon Musk und eine Guillotine. Also Sie kennen das Prinzip Mischung. Ich habe hier was mitgebracht, das ist eine super Mischung. Kann man eintauschen nach der Show gegen den Zehner bei mir. Habe ich auch einige dabei. Wir hatten nämlich einen Wasserschaden in der Wohnung und ich konnte die erst vor ein paar Tagen alle wieder rausholen. Haben alle überlebt. Ich bin sehr froh. Deswegen wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Nun zum Text. Ich muss ein bisschen was erklären. Der ist auch nicht so lang. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen vorneweg was erklären. Der ist geschrieben aus der Sicht einer Personengruppe, der häufig ihre Wichtigkeit in unserer Gesellschaft abgesprochen wird. Und der Text spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, in der die Machtverhältnisse etwas andere sind und trägt den Titel Systemrelevanz und Riesenschwanz und klingt so. 1. In naher Ferne thronen sie, moralisch hoch erhoben, im Olymp der Gegenwart, zwecks Relevanz wohl droben. Sie schauen hinab aufs Weltgeschehen, sie urteilen zu hart. 12 Götter der Systemberufe haben offenbart, man hat es ihnen oft gesagt, ja ohne sie läuft unten nichts. Die Leitartikel zeigten sie im allerschönsten Sonnenlicht.
Sie sind hier wohl bedeutungsvoll. Da scheint kein Zweifel zu bestehen, doch arroganter Blick verrät, wie sie zu denen da unten stehen. 2. Liebe Gesellschaft, so kann es nicht weitergehen. In den vergangenen Jahren haben wir denen da oben vom Balkon applaudiert, haben ihnen die Wertschätzung zukommen lassen, die sie lange vermissen mussten. Oh. Haben den ach so tollen Systemrelevanten gestattet, sich auf ihre Systemrelevanz, ihre riesigen Systempimmel zu wichsen, zu Recht? Vielleicht. Nun sitzen sie im moralischen Olymp und haben vergessen oder wussten gar noch nie, wem sie den Erfolg verdanken. Wer sich für sie tagtäglich blamiert, wer sich für sie mit Pandakacke einreibt oder sich beim Brazilian Buttlift filmen lässt. Ja, sie fragen sich zu Recht, was hält die Pflegekraft, die Lokführerin, den Kindergärtner oder die Lageristin denn noch zusammen heutzutage? Ich sage euch, wir sind es, die Z-Promis. Wir sind das Aufputschmittel für das tägliche Leid, die Erquickung der ausgebeuteten Seele, Projektionsfläche der eigenen Überlegenheit. Zu leicht wird verdrängt, dass funktional nur sein kann, wer späts abends erschöpft und einsam einschläft, Zulauf eilend. Du vergisst uns, liebe Gesellschaft, wenn du uns am dringendsten brauchst. Wir sind dein Ventil, deine Therapie. Die Z-Promitarische Bewegung verschmäht es seit jeher, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Wir wollen Würdigung für unser gesellschaftlich Unerlässliches schaffen. Doch während wir uns bei Promi Big Brother klatschen, krümmtest du keinen Finger. Während wir uns bei GNTM anschrien, bliebst du stumm. Und während wir bei Promi Naked Attraction unser Genital in die Linse hielten, schaukelst du nur deine Eier auf der Couch. Es reicht. Wir erklären offen, dass wir unsere Zwecke nur erreichen durch die konsequente und vollständige Niederlegung unserer Arbeit. Die da oben müssen schmerzhaft am eigenen Leibe spüren, wie du, Gesellschaft, ohne uns auseinanderfällst. Der 3-Punkte-Plan steht. 1. Wir werden unsere Trennung fortan nur noch privat austragen. Abseits der Öffentlichkeit kein Rosenkrieg, Pech gehabt. 2. Wir werden uns nicht mehr von 90-jährigen grenzdebilen adeligen Säcken adoptieren lassen, um dann darüber eine Soap in Monaco zu drehen. Und 3. und vielleicht am allerwichtigsten und radikalsten, keine Stierhoden für niemand. Ja, liebe Gesellschaft, du wirst schluchzen vor den mobilen Endgeräten. Du wirst durchdrehen ohne Standby-Modus fürs Gehirn. Es wird eine Zeit geben, in der sich die Menschheit nicht mehr sicher sein wird, wer die Schlampe und wer der normale Mensch ist. Und es wird keine gute Zeit sein. Die Menschen werden lechzen nach dem Lästern und dem Tratschen, wie der Hirsch lechzt nach dem frischen Wasser. Es wird keinen Ausweg geben. Denn was sollen die Menschen auch tun? Sollen sie sich etwa selbst beschäftigen? Sich selbst unterhalten? In die eigene Realitätsfrucht reflektieren? Lächerlich. Doch. Wir sind keine Unmenschen. Wir werden gnädig sein, wenn der Respekt erstarkt, wenn die Gesellschaft fleht und schluchzt. Wir werden eines Tages wieder Dinge tun, auf die wir nicht stolz sind, aber die getan werden müssen. Wir Z-Promis haben unsere Würde längst verloren. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Und die Titelseite der Bild. 3. In ferner Nähe thronen sie, moralisch hoch erhoben, im Olymp der Gegenwart zwecks Relevanz wohl droben. Sie wissen nicht mehr ein noch aus. Die Wichtigkeit, der Schein verblasst. Verzweiflung hat sich breit gemacht. Die Z-Promis waren einst nur Last. Sie schauen entsetzt aufs Weltgeschehen und sehen, wie sich der Bogen spannt. Einst lachten sie die Menschen aus, doch haben sie es nun erkannt. Der Mensch, der strebt nach Projektion, erreicht der Glotze seine Hand. Im falschen Ganzen scheint es auch trashes System und relevant. Vielen Dank. Das war für euch der 2. Finalist des heutigen Abends, Lukas Bühner. Applaus bitte. So. Der spannende Moment rückt näher. Also ihr habt jetzt den Part, ihr werdet jetzt bestimmen, wer der Sieger oder die Siegerin des heutigen Abends wird. Es geht um alles. Es geht um einen Startplatz bei der Wuppertaler Mercedes. Stadtmeisterschaft. Komm in die Gruppe. Was? Ja, ich schwiff gerade ab. Es geht um einen Startplatz bei der Wuppertaler Stadtmeisterschaft im Mai und natürlich um den jungen Engels aus der Hand von Wuppertaler Bildhauer Eckhard Lowisch. Ja.
So, dann würde ich sagen, bitten wir die beiden FinalistInnen nochmal auf die Bühne. Macht Lärm für May, Min und Lukas Bühner! Ich glaube, ich habe mir gerade die Nackenhaare verbrannt. Das Licht ist wirklich warm, wenn man es anmacht. Kann man mal so sagen. Jetzt ja, liegt es an... Möchtest du? Soll ich? Willst du? Jetzt liegt es an euch. Ihr dürft jetzt entscheiden, wer dieser beiden PoetInnen den Sieg nach Hause tragen soll. Das machen wir mit einem Power-Applaus. Das bedeutet, ihr sucht euch einen Künstler, eine Künstlerin aus, für den oder für die ihr klatscht. Richtig. Hast du gut gesagt. Dankeschön. Ja, und zwar 3 Sekunden und... Er zählt gleich bis 3 und dann macht er einen Riesenapplaus. Kommst du mal nach vorne in der Reihenfolge des Auftritts? So, dann mach du mal May Min und wenn ich mach den Lukas. Wenn ihr glaubt, die Siegerin. Ich hau den Lukas. oh Gott. Wenn ihr glaubt, die Siegerin des heutigen Abends ist niemand Geringeres als May Min, dann klatsch bitte jetzt! Dankeschön! Vielen Dank. Danke, danke, danke. So, wenn ihr aber glaubt, Lukas Bühner soll den jungen Engels mit nach Hause nehmen, dann klatscht, pfeift, trampelt, explodiert bitte jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Also ich kann nichts sagen, ich bin jetzt taub. Das war ja ziemlich eindeutig. Nee, da müssen wir die ganze Sache nochmal wiederholen. Aber bitte jetzt nur für den Künstler oder die Künstlerin, die ihr gerne wirklich als Sieger oder Siegerin vom Platz gehen lassen möchtet, weil sonst wird das heute eine epische Angelegenheit. Okay, nochmal. May Min, komm bitte einen Schritt nach vorne. Wenn ihr glaubt, May Min ist die Siegerin des heutigen Abends, dann klatscht bitte jetzt. Vielen Dank! Danke! Wenn ihr aber glaubt, Lukas Bühner ist der Sieger des heutigen Abends, dann klatscht bitte jetzt! Ah, das ist eine sehr interessante Geschichte heute. Ja, ich muss ins Bett, Leute. War schön mit euch. Ja, also konntest du irgendwas raushören? Es gibt eine ganz, ganz alte, antike Applausometertechnik. Ich hab's befürchtet. Die nennt sich Mörchenapplaus. Ihr dürft nicht mehr klatschen, nicht mehr trampeln, nicht mehr pfeifen, sondern nur das Wort Mörchen rufen. Für den oder die Künstlerin eurer Wahl. May Min, kommst du bitte einen Schritt nach vorne? Ich bin so müde. Wenn ihr glaubt, ihr schafft es, Ralf wieder wach zu machen und ihr glaubt, May Min ist die Siegerin des heutigen Abends, dann ruft für sie bitte Mörchen. Oh, da war ein ganzes Bund dabei. Ne? Ja, so, dann kommt der Lukas nochmal nach vorne und ihr ruft jetzt für ihn Zwiebelkuchen. Nee, auch Mörchen. So, auf 3, 1. Du warst lange nicht mehr in der Schule, ne? 3 kommt immer erst nach 1. Ralf, das nenne ich Einsatz. Okay, dann ist jetzt ohne Publikum. Zählen. Ich glaube, wir überfordern hier einige. Dann ruft jetzt Mürchen. Ich habe eine leichte Tendenz rausgehört. Ja. Dann würde ich sagen, gratulieren wir May Min zu einem hervorragenden 2. Platz. May Min, Riesenapplaus bitte! Bei ihrem ersten Poetry Slam in der Börse. Und der junge Engels im Monat März 2023 geht an Lukas Bühner! Riesenapplaus bitte! Leider ohne Mörchen, tut mir leid. Ja, vielen Dank. Ihr wisst, was jetzt kommt.
wir haben den ganzen Abend zwei wunderbare Menschen hier auf der Bühne gesehen, die nicht im Wettbewerb standen. Und wenn ihr jetzt noch so ein bisschen Möhrchen, ein bisschen Klatschen, irgendwas übrig habt, wenn ihr so eine kleine Möhre habt, die in eurem Kopf Geräusche macht, wenn ihr den Kopf so hin und her müsst, dann dürft ihr das auch einsetzen. Aber macht den krassesten Applaus des ganzen Abends für Ralf Embeyer und Wilko Gerber! Ja. Vielen lieben Dank. Lukas Bühner! Mach bitte auch einen Riesenapplaus für die Jungs und Mädels von der Börse, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Riesenapplaus bitte für Vladi an der Technik! Genau. Ja, und ich würde mal sagen, ein Riesenapplaus für unser fantastisches Publikum. Es hat riesig Spaß gemacht mit euch. Ihr könnt gerne wiederkommen nächsten Monat. Ralf hat es erlaubt, ja. Bis April. Ja. So bin ich halt, ne? Als altes Märchen. Ja, es war schön mit euch. Bleibt positiv, denkt negativ, nee, umgekehrt. Kommt gut nach Hause und ja, guckt mal, dass ihr ein Programm von der Börse mitnehmt. Gibt auch tolle andere Veranstaltungen hier. Und meldet euch an beim Workshop Aufstehen gegen Rassismus am Samstag. Oder kommt natürlich ins Swanee zur großen Präsentation der Texte, die dabei entstanden sind. Ja, und wer mich länger sehen möchte, der kann in Milias Coffee gehen, dann kann er mich live in Latte Macchiato trinken sehen. Das ist auch was. Genau, genau, schenkt uns ein Like bei Facebook, abonniert uns bei Instagram, folgt uns. Folgt Zeit uns nicht, Geld aufs Konto ein, egal, macht was ihr möchtet, macht ihr mit Freude. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao, macht's gut.